Hi, hier ist Stefan von Parachutes. Herzlich willkommen zur Episode 2. Weit sind wir? Vor allem viel am Sammeln momentan. Also ich mache viel zu Hause. Ja, ganz viel am Schreiben, treffen uns andauernd im Proberaum. Jetzt die Möglichkeit, das auch alles direkt auf die Festplatte zu bannen, das macht unglaublich viel Spaß und wir kommen so sehr schnell voran. Wir könnten natürlich schon weiter sein, aber es gibt tausend Dinge, die wir halt rundherum noch machen. Aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden. Momentan schwer zu sagen, aber ich würde einfach mal behaupten, es wird ein bisschen rauer, punklastiger. Wir versuchen eigentlich mal so ein bisschen neue Facetten vielleicht noch an uns auszuarbeiten und lasst euch einfach überraschen. Polka. Ich glaube, man wird schon noch definitiv erkennen, dass Parachutes ist. Ich kann nicht sagen, wie das bisher gelaufen ist mit dem Songwriting, aber wenn ich mir die fertigen Sachen zu Hause anhöre, ist das schon noch Parachutes. Okay. Ja, die Variation ist noch. Du musst ja mal mit einer Anhörer, wie du den findest. So. Ja. Jetzt war ich mal mit dem Fondant. Aus dem Reich, das wie die Menschen haben. Aus dem Ketchup. Von Punk geht über Rock, Heavy, Hardcore. Die reichen von Funk bis Punk. Ich höre eigentlich ganz viel Zeug. Ich höre eigentlich so ziemlich alles, was mir gefällt. Eigentlich auch alles querbeet. Also jetzt an verwertbaren Einflüssen für die Band, ich glaube alles, was irgendwo was mit Gitarre zu tun hat. Am meisten komme ich eigentlich persönlich so aus dem Punkrock-Bereich. Hat mich, denke ich, auch in meiner Jugend stark geprägt. Und Einflüsse, um Gottes Willen. Punkrock, Metal, ja, ganz viel, alles. Das ist. Damals war es noch cool, in einer Band zu spielen. Ja, die richtigen Leute gefunden, direkt auf Anhieb gut verstanden, dann viel rumkommen, viele Leute kennenlernen vor allem, viel Spaß haben, Alltag entfliehen. Man hat mir keine Wahl gelassen. Also, ich habe mein Amt als ziemlich, ziemlich schlechter T-Shirt-Verkäufer, glaube ich, an Pascal abgegeben und ja, wahrscheinlich spielt Pascal nach mir dann Gitarre, aber ungefähr so habe ich angefangen Gitarre zu spielen. Elmar ist weg. Chris hatte ziemlich viel Bock scheinbar Bass zu spielen, was ich gut fand in dem Moment und jetzt spiele ich halt hier Gitarre, ja. Weil es kein anderer macht. Elmar sitzt in Berlin und immer wenn ich ihn sehe, sitzt er vor seinem Laptop, weil wir am Skypen sind. Ja, ist vor allem erstmal in Berlin, ist dort am Studieren, hat wie immer genug mit sich selbst zu tun, aber ich glaube, er vermisst uns auch alle ziemlich. Ja, aber ist immer noch irgendwo mit dem Herz mit dabei, fragt andauernd, wie es läuft, wie die Proben laufen. Und also ich würde mich nicht wundern, wenn man ihn auch irgendwann mal nochmal, wenn wir mal in der Nähe von Berlin oder so spielen, mit uns auf der Bühne erleben würde. Bestimmt. Ich war schon so oft im Fernsehen, dass mich das eigentlich nicht mehr interessiert. Also ich bitte darum. Also wie soll ich es sonst irgendwie schaffen? Vielleicht gibt es irgendwann so einen YouTube-TV-Kanal oder einen Parrot-TV-TV-Kanal wäre natürlich noch besser. Phil Hillen vom SO2-Studio. Vor ein paar Jahren kennengelernt. Ganz schierer Typ, ultra lieb, super Produzent und mit dem so arbeiten einfach ein Traum. Den haben wir, glaube ich, mal zufällig getroffen und der meinte, er könnte produzieren. Bis jetzt haben wir alle Alben dort aufgenommen. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich was geworden ist. Ein verdammter Freak. Wir haben Phil vor ein paar Jahren kennengelernt, als wir halt
SO2 Studio gebucht hatten fürs allererste Album und ja, irgendwie sind wir dann zusammen hängen geblieben. Oh, den habe ich schon nie gesehen. Also ich glaube, man hat mir gesagt, das wäre der Produzent von dem Album. Ich persönlich habe ihn hier noch nirgendwo Musen gesehen, aber ich würde mich sehr freuen, dich kennenzulernen. Ich